So, herzlich willkommen zurück zu Just Shapes and Beats in Folge Nummer 2. Wir haben letztes Mal diese drei Level hier gespielt und das Tutorial und uns damit dieses Level hier oben erarbeitet. Namens Long Live the New Fresh von Danimal Cannon, mit dem das Spiel dann richtig losgeht. Und wenn ich mich richtig erinnere, das Level war schwer. Eventuell haben wir hier das erste Mal unser Game Over. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass ich beim ersten Mal ziemlich gereckt wurde, als ich in dieses Level gegangen bin. Long live the new fresh. Denn, das sehen wir gleich, was wir hier vor uns haben, ist kein normales Level. Wow. Rast halt aus, ne? Dass er sich bewegt während seinem Schießen. Okay. Ah ja, das ist doch alles gut. Denn, was wir hier vor uns haben, ist ein Boss. Ja, Tatsache. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was er tut. Aktuell hampelt er nur rum. Okay. Irgendwie in irgendeiner Ecke war man einigermaßen sicher. Das habe ich rausgefunden, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich weiß aber nicht mehr in welcher. Nimm deine Griffe von mir weg. Huch. Nein, 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 nein. Folgen wir seinen Armbewegungen. Ja, 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 jetzt geht's los. Hallo. Nein. Hilfe. Okay, wir leben noch. Kurz dazu gesagt sei, normalerweise hat man ja 3 Hits frei. In Boss-Leveln gibt es keine Checkpoints, dafür kann man 5-mal getroffen werden. Das macht... ja. Ich erinnere mich. Wieder das? Oh nein. Ah, verdammt. Okay, noch sieht's gut aus. Macht er das? Jetzt müsste gleich wieder dieser komische Rundlaser kommen, oder? Da muss ich durchdashen, da auch. Da auch. Perfekt. Und er boxt sich selber. Bist du nicht ein dummer kleiner roter Kreis? Blaue Viereck ist viel besser als rot. Blaue Vierecke sind besser als rote Kreise. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so problemlos klappt. Nice. Ungeschlagen bisher. Un-Game over. Ich bin ein bisschen stolz. Darf ich stolz sein? Ich darf stolz sein. Schwarzer Bildschirm mit einem Tipp. Oh. Just Shapes and Beats bei Berserk Studio. Ist das friedlich? Hier, guck mal, die ganzen Vögelchen. Und noch ein blaues Viereck. Ist das mein Freund? K.A. Das kann ich. Design bei Lach. Ich finde es halt cool, wie das alles so, das ist so eine Wellenform, wie das alles so zum Thema passt.
Es sind die Details, dass sich dieses kleine Viereck so leicht schüttelt, wenn es aus dem Wasser kommt. Das macht ein gutes Spiel aus. Noch ein Dreieck. Music by Denimal Cannon. Oh, wir sind in den Credits. Wir haben das Spiel geschafft. Wir sind durch. Ist es nicht schön? Die Welt ist wieder sicher. Wir haben den bösen roten Kreis besiegt. Die Welt gehört wieder den blauen Vierecken, so wie es sein sollte. Und jetzt sammeln wir blaue Dreiecke. Yay! It's over! Spiel vorbei! Oder nicht? It's over? It's not over. Lauf, kleines Viereck. Nein, unsere schönen Dreiecke. Das sieht nicht gut aus. Das klingt auch nicht gut. Es ist noch nicht vorbei. Der Bosskampf war nur das Vorspiel. Kein Name, kein gar nichts. Wo gehen wir jetzt wohl rein? Kleiner Tipp, ich weiß es. New Game bei Nitro Fun. Jetzt geht das Spiel richtig los. Soweit ich weiß, gab es eine Beta. Die Beta hat die drei Level umfasst, die wir jetzt gespielt haben. Und das hier ist dann das finale Produkt gewesen. Und wenn man die Beta gespielt hat und das finale Produkt ist, ich habe die Beta leider nicht gespielt, ich kannte das Spiel zu dem Zeitpunkt nicht, dann hat sich's gelohnt. Das sieht nicht gut aus. Unsere schönen blauen Dreiecke sind jetzt rot. Nein, rot, die Farbe ist böse. Okay, ich sollte aufhören, dumme Witze zu machen, denn... Genau. Ah. Ich hasse diese Phase. Aua, aua, aua. Ich will... Das war unfair. Okay, wir haben einiges an Treffern kassiert. Das sieht nicht gut aus. Das könnte unser erster Game Over werden. Oh nein, jetzt ist er gebufft. Ja, ja, lass es regnen. Wow. Alter. Chill. Ah, nein. Fuck, fuck, fuck. Okay, wir haben nur noch einen Hit. Wir müssen aufpassen. Volle Konzentration. Ah. Das ist sehr eng hier. Komm schon.
Bleib einfach stehen. Wenn ich mich nicht bewege, kann er mich nicht sehen. Nein. Nein, 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 nein. Ich wurde gefressen. Und ausgespuckt. Nein, mein Freund. Die Welt ist rot geworden. Ich mag rot, aber rot ist böse. Bin ich böse? Und jetzt? Aber das bringt nichts. Hey, da kommt ein Level. Okay, das kann ich nicht. Kann ich hier lang? Nein. Das tut alles weh. Okay, wir haben nur eine Richtung, in die wir gehen können. Plock, nämlich da rein. Was erwartet uns? The Art of War bei Chipsel. Und es schneit. Nach den ganzen schnellen Liedern ein etwas langsameres. Auch das gibt es in diesem Spiel. Das war knapp. Wow. So, schön drumherum navigieren. Ich empfehle übrigens Controller für das Spiel, denn mit der Maus bzw. mit der Tastatur das so ein bisschen langsamer zu wandeln. Ein kleines Problem. Wir gehen in den Kreis. Ich glaube, die Mitte ist hier ganz gut. Da sind die Kreise größer. Ich könnte raus. So, ich will in den neuen Kreis rein. Was passiert? Das ist nicht gut. Ah, dammit. Hier fliegt viel durch die Gegend. Ist jetzt erkenntlich, woher der Name Bullet Hell kommt? Ich muss wirklich da rein. Man bekommt mit der Zeit so einen Tunnelblick. Wir folgen so weit wir können nach rechts. Oh ja, ist leer. Nur ein Treffer. Nein, dieses Dreieck. Komm her. Und wo sind wir jetzt? Immer noch auf unserer Insel, oder? Oh, aber wir haben eins der Dreiecke gefunden und das hat uns eine Brücke gebaut. Ja. Und warte noch einmal, bis er springt. Ja. Ich weiß nicht, ob man nun endlich oft getroffen werden kann hier in der Oberwelt. Darf hier in der Oberwelt. Und hier haben wir drei Level vor uns und einen Halbkreis und zwei Dinger. Eventuell kann man sich denken, was sich daraus wohl bauen ließe. Aber ich würde sagen, das reicht auch schon wieder für diese Folge. Ich meine, spannender Bosskampf, ein langsameres Level. Und diese drei Level werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.